Ahoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabby und heute geht es um den Film Suicide Squad. In diesem Film spielen zum einen Joker und Harley Quinn meiner Meinung nach unglaublich genial. Ich mag beide sehr. Jared Leto macht Method Acting, das heißt, er versucht in dieser Zeit, wo er Joker spielt, die ganze Zeit in dieser Rolle zu bleiben, auch privat. Ich finde, er spielt es großartig. Natürlich haben wir inzwischen den verstorbenen Heath Ledger, der Joker super gespielt hat, und einige haben gesagt, er lehnt sich dort an, aber ganz ehrlich, wie soll er Joker sonst spielen als irgendwie wahnsinnig? Seine Mimik ist gut, die Szenen meiner Meinung nach mit ihm sind gut und Harley Quinn ist auch irgendwo der interessanteste Charakter neben ihm, zumindest Hauptcharakter ist sie dann der interessanteste. Ein Film mit den beiden in dieser Besetzung würde ich großartig finden. Sie haben zwei Sätze, die mir sehr besonders gefallen haben. Joker, wo Harley Quinn noch normal ist, übernimmt Joker irgendwann diese Psychiatrie und sie sagt, was willst du jetzt tun, mich töten? Und er sagt, nein, er will dir nur sehr viel Schmerzen zufügen und sie sagt drauf, glaubst du, dass ich es ertragen kann? Also sie ist richtig verliebt in diesen Joker, was eine unglaublich spannende Romanze ist, leider nur ganz am Rande vorkommt. Und ihr Spruch, ey, wir sind nicht alle, wir sind doch nicht normal oder wir sollten normal sein, irgend sowas meinte sie. Normal ist eine Einstellung bei einer Waschmaschine. Fand ich großartig, auch ihr Hammer mit dem Smiley drauf. Fand ich super, die zwei besten Charaktere für mich in diesem ganzen Film. Zu den Charakteren muss man sagen, dann wird es auch schon schnell unwichtig, denn Batman ist vollkommen verbraten, der kommt wirklich nur ganz am Rande vor, genauso wie der Joker. Zwei Charaktere, die hochkarätig besetzt sind und wirklich nicht viel zu sagen haben. Auch viele der anderen Charaktere stehen sehr hinten an, vor allem auch von den Superhelden. Nur Will Smith nicht mit seinem Deadshot. Das ist ein Charakter, der kann gut schießen, trifft immer auch um die Ecke, ist cool, aber warum der so gehypt wird, kann ich mir nur vorstellen, weil er eben von Will Smith gespielt wird. Ansonsten wäre da ein bisschen mehr Ausgeglichenheit zwischen den bösen Charakteren schon ganz cool gewesen. Joker fällt ganz weg, Batman wirklich nur in ein paar Szenen, um die Story quasi an den Nullpunkt zu bringen, wo es dann anfängt. Ansonsten vollkommen unwichtig. Und auch die Auftraggeberin ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich finde sie unsympathisch. Sie soll irgendwo die Böse mimen, ist sie aber dann doch nicht so ganz. Ich finde, die spielt es auch nicht gut. Die ist so blass und ja, auf notgedrungen böse. Braucht glaube ich keine, hätte man besser machen können. Das Schlimmste an diesem ganzen Film ist aber, ich glaube, die Erwartungshaltung, denn wenn ich so einen Film sehen wollen würde oder sehen will, dann will ich doch eigentlich Superhelden haben und diese Superhelden sind böse. Die dürfen Sachen, die eben nicht Batman sind. Batman darf eigentlich keine töten, Ben Affleck hat das inzwischen gebrochen, der ballert wild um sich. Nicht in dem Film, aber in anderen. Aber ansonsten will ich ja, dass die übernatürliche Kräfte haben oder besondere Kräfte haben und jetzt auch wirklich, wirklich böse sein dürfen. Und genau das sind sie nicht, im Gegenteil. Es ist eine richtige Emo-Gruppe. Es ist furchtbar eigentlich, denn Will Smith hat eine Tochter und die wohnt bei der Mutter und die Mutter ist wohl nicht die idealste Mutter, wirkt jetzt aber auch nicht so schrecklich und er möchte seine Tochter sehen und der andere hat zwar etwas Schlimmes, dieser Pyromancer oder wie er auch immer heißt, hat dann was Schlimmes seiner Familie angetan, aber das hat wirklich jeder dieser Charaktere irgendwie und sie sind die emotional zerrissenste und weinerlichste und regengesichtigste Gruppe, die man sich so quasi vorstellen kann. Jeder andere Superheldenfilm hat wesentlich stärkere Charaktere und jetzt habe ich so viele böse Charaktere, die alle irgendwie zu Unrecht verurteilt wurden und alle so arm sind und im Endeffekt sind sie nicht die Bösen, sondern
Ja, eine traurige, traurige Gruppe, was den Film komplett zerstört. Also man hat dann wirklich nur Joker und Harley Quinn, Joker ganz auf der Seite und Harley Quinn, die noch coole Sprüche schiebt und da am wenigsten emotional reinfällt, aber auch sie will Joker heiraten. Das ist ein Motiv für so eine Verrückte, wo ich sage, ja, okay, dieses Motiv haben viele Menschen auf dieser Welt. Oh, ich würde gern irgendwann heiraten und Kinder bekommen, wenn das Harley Quinn hat. Holy moly, das nimmt dem Ganzen schon wirklich sehr viel weg. Will Smith möchte Batman töten. Warum? Er hat eine Tochter, die ist gut, Batman beschützt die Guten. Es ist wirklich dünn. Zu dem Ganzen sind die Gegner noch meist irgendwelche undefinierten Nicht-Menschen. Warum? Dass das Ganze PG-13 bleibt, also Altersbegrenzung in Amerika ab 13. Das Suicide Squad ist nicht nur ein Emo-Team, es ist auch ein Team, das wohl keine anderen Menschen tötet, sondern politisch sehr korrekt herumläuft. War nicht meine Erwartungshaltung. Ich kannte das vorher nicht von Comics. Vielleicht mein Fehler. Ich wusste, Harley Quinn ist zumindest böse. Alle anderen sind da, naja, eher die Guten. Die emotional Benachteiligten. Allgemein, diese Nanoimplantate, durch die sie kontrolliert werden sollen, das hatten wir schon in Die Klapperschlange mit Kurt Russell und in Fortress mit Christopher Lambert. Ist jetzt keine neue Idee, ist auch nicht schlimm, aber tut dem Film jetzt auch nicht gut, dann irgendwie aus 1980, 90 wieder Ideen aufzuwärmen. Ich hätte mir ja auch vorgestellt, was macht man bei Superheldenfilmen? Sie kriegen einen Antagonisten, der auch Superkräfte hat, oder irgendetwas, was eben die ganze Welt bedroht. In diesem Fall ist es so eine Hexe, die dann noch ihren Bruder braucht. Der ein Inkubus ist, weil sie es allein nicht schafft, keine Ahnung, und es wird dann, hat dann noch so ein Fantasy-Touch, der auch überhaupt nicht in das Ganze passt, auch vollkommen unnötig ist. Es ist also kein typischer Anti-Superhelden-Film, wo ich mir gedacht hätte, das würde ich gern sehen. Also ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass Suicide Squad langweilig werden kann, ist es aber. Also der Film unterhält schon, er ist aber doch nicht besonders spannend und es gibt einige Szenen, wo man sich denkt, oh Gott, wir brauchen einen Psychiater. Leider, ja, vertane Chance, lieber einen Film mit Joker und Harley Quinn würde ich super finden. Und letztendlich muss man der ganzen Maschinerie oder der Industrie dort noch vorwerfen, sie haben sehr viel Werbung mit Jared Leto als Joker gemacht, der war nicht die erste Wahl, aber in der Werbung wirkt es so, als würde Joker einen Hauptpart übernehmen und das ist einfach nicht der Fall. Er kommt nur ganz selten vor, auf die Handlung eigentlich gar keinen Einfluss. Im Endeffekt ist Will Smith der Star und das war's. Schade, ich glaube, ein zweiter Teil ist schon angekündigt oder ist im Gespräch. Mal schauen, ob sie es da besser machen können. Ich würde eher zum Reboot raten nach dem Anfang. Auf jeden Fall würde ich mich super freuen über so einen super Heldenfilm, wo das eben keine Helden sind, sondern super Antagonisten oder super Bad Guys, Girls Film. Das würde ich großartig finden. Was haltet ihr von dem Film? Würde mich super interessieren. Aber noch mehr, was könntet ihr euch vorstellen oder wie ist eure Erwartungshaltung zu diesem Film gewesen, beziehungsweise zu Filmen dieser Art? Müssen die Filme alle gut sein? Müssen die wirklich ab 13 sein? Ich finde, das hat bei so einem Film wirklich nichts verloren. Der letzte, der mir einfällt, der damit ordentlich auf die Nase gefallen ist, ist Sylvester Stallone mit Expendables 3, der dann unbedingt ab 13 sein musste. Klar, ich habe ein größeres Zielpublikum, aber so ein Actionfilm und man darf keinem anderen irgendwie wehtun und keine bösen Wörter verwenden. Ja, Hollywood hat da leider sehr stark irgendwie die Finger im Spiel. Was haltet ihr von dem Ganzen? Würde mich interessieren. Ich würde den Film nicht empfehlen, es sei denn, regnerischer Nachmittag und man weiß sonst nicht, was tun. Unterhalten ist man und die Szene mit Joker und Harley Quinn sind super, finde ich. Gut, so dann Sturmtrotzer.
Ich bin auf eure Meinung gespannt. Segel immer straff halten und auf zum Horizont.